Servus, ich bin's wieder, euer Jan und heute spielen wir wieder World of Tanks. Ja, und heute ist der T-18 dran, ein Stufe 2er Jagdpanzer, der T-2 Heavy Tank eigentlich, besser gesagt. Struktur, also sein Leben ist nicht so gut, jetzt vergleichen wir mal den mit dem PZK-BW2. Der PZK-BW2 hat 170 Struktur, das ist richtig gut. Motorleistung, Höchstgeschwindigkeit, Wendegeschwindigkeit ist eigentlich alles ganz nett. Ist gut, ist gut. Panzerung. Ja, der T-18 hat die beste Frontpanzerung im ganzen Tier-2er-Game. Ja. Und damit auch eine Kanone, die hier ziemlich OP ist, aber nicht trifft. Deswegen nehme ich heute mal die andere. Das ist die Sniper Gun. Ich hoffe mal, ich komme jetzt nicht auf irgendeine langweilige Karte, wo ich snipern muss. Und ich würde sagen, legen wir los. Gut, wir sehen uns nachher im Game. Shake that booty. So, es geht los. Machen wir erstmal eine kleine Taktikbesprechung. Wir spielen hier auf der Karte Himmelsdorf. Und ja, wir sehen ganz viele T-18 im Game. Und ich fahre hoch zum Schloss. Habe ich so beschlossen. Weil ich die T-18 gut countern kann. Beziehungsweise weil. What the fuck? Das alle haben die ganz drauf. Und ich würde eigentlich die letzte besser. Beziehungsweise. Ich wechsle eigentlich immer mit den ganzen los. Wenn ich. Egal. Das waren zwei verschiedene Spielweisen. Und davor fällt gerade ein Tetris. So, ich habe mal so eine Frage an euch. Es gibt ja dieses komische Event da, man kann sich einen Panzer aussuchen, mit dem man am Ende so eine Erfahrung kriegt, aber nur wenn er drankommt. Wer das gut findet, bitte schreibt mir das in die Kommentare. Oder, ja, wenn ihr mal Fragen zu World of Tanks habt, stellt sie mir einfach, ich beantworte sie euch. Keine Sorge. Oder wenn ihr mit mir Zug fahren wollt, einfach anschreiben. Beziehungsweise wenn ihr mit Zahlen kommen wollt, kein Thema. Einfach mal anschreiben, das ist super. Ich gehe gleich da ein bisschen. Ja, schon, fahr gleich nach vorne. Ich. Ja, ich habe das ganze Schloss erobert. Was mache ich da? Wir haben uns eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Glatter Durchschuss. Okay. Ganz einfach, ganz chillig und ja, bitte wieder funktionstüchtig, los geht's! Oh, der T26 hat 4 Kills. Good job. So. Jetzt fahr ich mal runter. Gut schießen kann. Und entdecken bin. Jetzt kann ich das wieder. Ja, jetzt sind sie natürlich alle weg. Unser Stützpunkt wird eingenommen. Ich glaube, wenn es unter 50% geht, werde ich dabei helfen, den wieder zurückzuerobern. Den haben wir fertig gemacht. Ja, ein Kill. Gut gehabt. Wirkungstreffer. Und ja, er tippt immer wenn wir 1-1 seid, immer vor- und zurückfahren. Dann machen wir nämlich öfters Abpraller. Ich kann euch mal die Abpraller alle zeigen. So. Oh, da im Turm. Ist doch klar. Am besten ist es immer rechts oder links an der Seite drauf zu schießen, weil wir dann können markieren. Ich weiß nicht, ob ich das nicht habe. Ja, wir fahren mal mit dem vor. Das ist irgendwie. Okay, nochmal. Ja. So. So, zeige ich euch mal die Stellen, die Schwachstellen. Alles, was ich kaputt markiere, ist Schwachstelle. So, ja, wir haben es gewonnen. Ich habe 4 Kills.
und ich sollte eigentlich immer ziemlich ruhig bleiben beim T18. Und das, ja, das rate ich euch. Bis dann, ich bin's, euer Jan. Wir sehen uns im nächsten Let's Play World of Tanks.